Prinz Alena, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hatte euch ja schon am Mittwoch gesagt, dass es heute an diesem Samstag um das Homeoffice geht, also um das Büro zu Hause. Es gibt dazu bereits Unmengen an Videos, was das Ausmisten angeht, was unser ganz früheres, ganz altes Büro, wo wir hier vor 3 Jahren oder fast 4 Jahren eingezogen sind, geht. Und die Videos verlinke ich euch hier oben im i. Selbstverständlich habe ich auch noch oder schon diverse Videos gemacht über Papierkrieg, also wie man seine Unterlagen sortiert, organisiert, ausmistet etc. Und auch dazu findet ihr natürlich hier oben im i noch genügend Infomaterial. Bei diesem neuen alten Büro, also ein paar Schränke sind neu und einiges ist auch einfach geblieben, weil es praktisch ist und man ja nicht immer alles sofort neu ersetzen muss, sondern auch einfach vieles einfach verwenden kann. Das waren jetzt sehr viele einfach in einem Satz, aber okay, damit können wir leben. Wir haben ja vor einiger Zeit mein Büro ausgemistet, zusammen. Ihr habt gesehen, wie viel in dieses Stauraumwunder von IKEA das Kallax passt. Und ja, es war nicht optimal aufgeteilt, dieser Raum hier. Drum haben wir uns entschieden, das Kallax wird verkauft. Das habe ich auch tatsächlich dann gemacht und habe mir dann wieder von IKEA 2 neue Schränke geholt. Dieses Video ist im Übrigen nicht gesponsert bei IKEA. Schön wär's, aber nein. Heute geht es einfach darum, wie habe ich mein Büro hier zu Hause eingerichtet und auch organisiert. Natürlich ist Schritt Nummer 1, ne? Bleibt nicht aus. Ausmisten, sich von den Dingen trennen, die man partout nicht benutzt, nicht braucht oder einfach ja, nicht mehr schön findet. Loswerden kann man diese Teile natürlich alle über entweder verschenken, verkaufen, spenden oder dann, wenn etwas tatsächlich kaputt ist und unvermittelbar gilt, dann muss man es natürlich fach- und artgerecht recyceln, wie ich immer so gern sage. Aber jetzt gebe ich euch erstmal so einen kompletten Overview, also jetzt gucken wir uns einmal das komplette Desaster an. Natürlich ist das Büro jetzt kein Desaster mehr. Jetzt ist ja alles gut organisiert und aufgeräumt. Bevor ich mich für neue Schränke entschieden habe, habe ich mir erstmal in meinem Projektbuch eine Liste gemacht und diverse Bilder rausgesucht von Pinterest, in welche Richtung ich eigentlich gehen möchte. Zeitgleich natürlich dann auch dazu, was möchte ich behalten, was möchte ich ersetzen, was muss ich verkaufen. Wenn ihr mein Projektbuch mal ausführlich sehen wollt, dann lasst es mich doch einfach in den Kommentaren wissen. Einen neuen Bürostuhl habe ich mir natürlich auch gegönnt und habe natürlich auch die Knöpfe ersetzt bei den IKEA-Türen. Denn wir wissen alle, IKEA hat so standardmäßig nicht immer die schönsten Türknöpfe und ich habe noch welche genommen, die ich einfach da habe. Ich wollte natürlich auch viel Grün. Ihr wisst, ich bin ein Gartenkind, also ich liebe es, in unserem Schrebergarten im Sommer zu sein. Und ich wollte einfach so ein bisschen Dschungelfeeling in meinem Büro, denn ich verbringe hier wirklich nach meiner Arbeit, nach meinem 35-Stunden-Job noch diverse Stunden hier drin. Und auch ein Großteil des Wochenendes aktuell, was mich auch sehr freut. Jetzt gehen wir aber mal ganz genau einzeln auf die Dinge ein. Ordner vom Verein stehen hier oben. Die Ordnerrückenschilder habe ich selber gemacht, denn auch Ordner haben nicht immer die schönsten Rückenschilder. Direkt darunter steht von IKEA, ich verlinke euch alles in der Videobeschreibung, natürlich ein paar Kisten und Körbchen. Den Seegraskorb habe ich bei Teddy geholt, denn diese Seegras- oder Hyazinthenkörbe sind bei Teddy günstiger als bei IKEA. Papierorganisation darf natürlich auch nicht fehlen und das hier ist die Kiste, da befindet sich lauter Kleinkram für unseren Kleinsten drin, also Sticker und so weiter und so fort. Hier haben wir jetzt Dinge wie Klebeband, meine Brille und natürlich noch ein paar Papierakten-Klammern, die ja, da ich ja nun keinen Bürotisch mehr habe bzw. keinen Schubschrank mehr habe, am Schreibtisch befinden sich diese hier. In dem Papierorganizer dann direkt darunter befindet sich 90 Gramm Papier und 100 Gramm Papier sowie Vereinsbriefpapier, Klarsichthüllen oder Folien besser gesagt und dann auch noch Ahntafelpapier. Hier ist mein Laserdrucker in Schwarz-Weiß. Hier seht ihr die Knöpfe von den Türen mal in der Nahaufnahme. Die habe ich, wann weiß ich, habe keine Ahnung mehr. Ich versuche euch mal welche rauszusuchen und euch die auch zu verlinken. Das ist jetzt so der Papiervorratsvereinsschrank in der groben Übersicht. Also hier befindet sich zu 99% wirklich nur Vereinszeug drin.
Auch hier am Schrank habe ich mit meinem Dümo wieder Markierungen gesetzt. Wenn ich nämlich mehr Papier bestelle, dann weiß ich, welches Papier ist was. Und genau, hier haben wir eine Kabelkiste. Diese Kabelkiste habe ich noch vom alten Büro komplett so übernommen und auch die Boxen, in der ich das alles habe, die sind unten in der Videobeschreibung verlinkt, denn bei 28 cm Tiefe passen nicht sehr viele Kisten einfach in das Billigregal. Hier haben wir sämtliche Laminierfolien und noch so Einschweißbindelbücher, da weiß ich gar nicht genau, wie man die nennen soll, und Backups von der Laserdruckerpatrone und CD-Hüllen aus Papier. In diese Kisten gucken wir nicht, das ist reines Vereinsgeschäft und das ist jetzt hier so mehr oder minder uninteressant, vermute ich mal für euch. In der Mitte stehen einfach noch die Visitenkarten. Dieses Brett habe ich behalten, noch vom vorherigen Büro, und habe es auch mit Pflanzen dekoriert. Ich versuche gerade eine Pflanze zum Bewurzeln zu kriegen und natürlich noch ein paar weiteren Dingen. Hier in der Papierorganisation seht ihr, wie ich die Einschubfächer kategorisiert habe nach Steuer, also das betrifft unsere private Steuer, in To-Do, in Ablage, in Schreddern und noch in Sachen zu erledigen für den Verein. Dazu kann ich euch natürlich auch nochmal ein ganz ausführliches Video drehen, wenn ihr wollt. Über meinem Bildschirm ist eine große Magnettafel, die ich auch mit wasserlöslichen Stiften beschriften kann. Direkt an meinem Bildschirm habe ich eine Leuchte, also eine Screenbar, die ja Licht mir einfach spendet. Und links daneben steht mein Telefon und mein Kaffee. Rechts daneben steht mein Bluetooth-Lautsprecher, Stifte, mein Bullet Journal und natürlich noch mein To-Do-Block, wenn ich mir Notizen machen möchte. Das Ganze steht links und rechts so aufgeteilt, weil ich bin Rechtshänder und greife, wenn ich nach dem Telefon greife, immer mit links zu, und dann habe ich rechts einfach mehr Platz für, ja, Stifte und Block. Hier unter dem Schreibtisch ist meine Filmkiste. Hier sind alle Kabel und Accessoires drin, die ich rein zum YouTube-Filmen benötige, sowie diverse Festplatten. Und das Ganze habe ich natürlich auch so ein bisschen mit Aktenklammern zusammengefasst. Unten drunter sind reine Briefumschläge und Briefmarken. Ein Schredder darf natürlich im Büro auch nicht fehlen, denn ich finde es total wichtig, dass man persönliche Daten, die man jetzt nicht unbedingt zwangsläufig aufheben muss, nach dem, ja, Kategorisieren und per App einscannen für den Computer, also wenn man sie dann auf dem Computer papierlos lagert, einfach auch vernichten kann, ohne dass mit diesen Daten irgendwie Blödsinn gemacht werden kann oder anderes Gedöns angestellt werden kann. Von dem her war mir ein Schredder sehr wichtig. Dieser Schredder ist auch noch besonders, muss ich mal so feststellen. Er kann nämlich CDs und auch Karten, also alte EC-Karten oder was auch immer, also alte Kundenkarten schreddern, dass diese auch nicht weiter verwendet werden können. Und wie gesagt, Datenschutz ist ja nun eine wichtige Sache. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendjemand mit meinen persönlichen Daten, weiß ich nicht, mit meiner alten EC-Karte zum Beispiel einkaufen geht oder so. Ich habe mir dann auch noch einen neuen Bürostuhl gegönnt, denn wie gesagt, ich sitze hier wirklich viele, viele Stunden. Er war nicht teuer, aber er ist so unglaublich bequem und hat total pflegeleichten Stoff. Das Ganze habe ich mir noch ein bisschen kuschelig gemacht mit einem ganz normalen Kunstfell. Das hatten wir auch noch. In diesem Regal steht obendrauf mein Flohmarktfund. Dann kommen hier noch diverse weitere Kisten, die Bullet Journal und Bastelkram beinhalten. Auch diese Kisten in sich sind sortiert, wie ihr sehen könnt. Das sind jetzt so, ja, Bullet Journal, Lineale, Aufkleber, Labels, die ich verwenden möchte, Post-its, die etwas schöner sind, die ich jetzt nicht im alltäglichen Gebrauch benutzen möchte, sondern dann wirklich für so klassische, schönere Projekte einfach nutzen will. Wenn wir in den Schrank dann direkt darunter gucken, könnt ihr euch das natürlich auch ansehen. Hier ist so die Privatkategorie drin. Ihr kriegt natürlich wieder so einen groben Überblick erstmal, wie was gehandhabt ist. Im Übrigen beträgt der Lochabstand zwischen den Regalbrettern immer 7 Löcher von hinten, also die hintere Reihe gezählt. An die Seite habe ich mir Knöpfe gemacht, beziehungsweise Haken, die sich spurenlos wieder ablösen lassen, damit wir dann einfach, ja,
dass ich mein Klemmbrett dran kriege, irgendwas anderes, was ich noch dranhängen muss. Und hier seht ihr jetzt mein Projektbuch, mein DIY-Rezeptbuch für die Putzmittel, mein Kleiderschrankbuch, mein kleines schwarzes Buch und noch diverse Stifte, Scheren, Kleber, Post-its und so weiter. Also alles an Büromaterial, was ich auch super leicht einfach mit an meinem Schreibtisch sitzend aufmachen kann und mir da rausholen kann, was ich möchte. Dann haben wir hier unsere ganzen restlichen Spiele. Ja, ich bin leidenschaftlicher Sims 4 Zocker und das Ganze habe ich in einem schon bereits vorhandenen Metallkörbchen gelagert und das passt da super hin. Hier unten drunter haben wir dann die Foto-Equipment-Kiste meines Mannes. Also hier sind so seine Fotosachen drin. Einige sind noch im Schlafzimmer, die kommen dann hier auch bald rein. Und dazwischen habe ich meine Projektmappen. Es gibt mehrere Mappen, die ich habe. Die sind jetzt explizit von Teddy. Da sind zum Beispiel jetzt Bullet Journal-Ideen drin oder YouTube-Video-Ideen. Und wie ihr sehen könnt, ist die Mappe ziemlich dick. Die Labels habe ich im Übrigen mit meinem Dymo gemacht und die anderen sind von Ikea, die drauf kleben. Hier ist jetzt so Büromaterial-Backup, wo ich nicht genau wusste, wohin damit. Und dieser Einsatz ist auch von Teddy. Finde ich einfach sehr praktisch. Hier unten drunter haben wir noch Backups von meinem Farbdrucker und noch vom Dymo. Diverses weitere Material, Kasse etc. Also solche Dinger, die mir sind, also die mir gehören und die ich auch irgendwie verstauen musste. Jeder von uns hat praktisch nur eine Kiste mit seinem persönlichen Hobby-Privatkram. Hat auch alles super funktioniert, also wenn man sich dann so wirklich mal Gedanken macht, was man tatsächlich im Büro auch benutzt oder braucht, Schneidemaschine, Bindegerät, also das sind so die Techniksachen, die auf dieser Seite Platz gefunden haben. Hier ist mein kleiner persönlicher Privatdschungel mit natürlich einem Familienbild von uns vier. Ich liebe Pflanzen und ich habe mir jetzt wirklich neue noch dazu gekauft und beschäftige mich auch gerade aktuell so ein bisschen mehr mit verschiedenen Pflanzenarten und Pflanzenpflege. Diesen Pflanzständer habe ich aus einer alten Kiste gebaut und bereits vorhandenen sogenannten Hairpin-Legs. Hier unten drunter befinden sich jetzt Sachen vom von YouTube. YouTube ist ja nun, ne, neben Spaß, Hobby. Und dahinter versteckt sich dann mein Drucker, aber es gibt Unterlagen, die im Bereich mit meiner spaßeshalber, in Anführungszeichen spaßeshalber Selbstständigkeit zu tun haben. Also ich verdiene mit meinem Hobby ein klein wenig Geld, das was aber nicht über ein Taschengeld hinausreicht. Und da müssen natürlich diverse Papierunterlagen einfach aufbewahrt werden und die kategorisiere ich in diesem schicken Aktenaufbewahrungsteil. Und da haben sie super Platz und auch das verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du hast jetzt so eine grobe Vorstellung davon, wie ich YouTube, unsere Privatpost und natürlich auch noch den Hundezuchtverein in diesem kleinen Bereich manage und organisiere. Sehr, sehr vieles ist eben, findet auf dem PC statt und am PC und dort lagere ich, wie ihr gesehen habt, anhand der Festplatten auch unsere ganzen Papierkram. Die Festplatten, wir haben mittlerweile ein Backup bei den Schwiegereltern, bedeutet jedes Mal, wenn wir da sonntags hinfahren, nehme ich die aktuelle Festplatte mit und tausche sie gegen die dort hinterlegte aus. Es ist nämlich relativ unwahrscheinlich, dass zwei Wohnungen zeitgleich abfackeln, beziehungsweise eine Wohnung und ein Haus. Aber okay, du musst natürlich auch nicht losrennen und irgendwelche Boxen und Organisationsdinge kaufen. Du kannst dir auch einfach Verpackungsmaterial aufheben, die du bereits zu Hause hast. Also zum Beispiel Packungen von Tee, Packungen von Müsli, Packungen von Darmhygienebedarfsartikeln. Das alles mit Papier bezogen oder einfach ineinander gestellt. Gibt auch immer wieder super Organisationsmöglichkeiten und auch Schuhkartons bekommst du im Schuhgeschäft völlig umsonst und kostenfrei und kannst so deine Schränke innen drin super organisieren, wenn du das möchtest. Natürlich verlinke ich dir alles, was sich so in meinem Büro befindet, soweit es mir möglich ist, in meinem Amazon-Shop. Dieser Amazon-Shop ist nicht dazu da, um mich reich werden zu lassen. Dieser Amazon-Shop dient einzig und allein dazu, dass ich das Ganze nach einigen Links, beziehungsweise diese ganzen Links, die ich immer für euch habe, komprimiert auf eine Seite packen kann und auch noch nach Räumen sortiert, bedeutet, du findest schneller, was du suchst. Ich verdiene eine ganz, ganz kleine Provision, wenn du über diese Links einkaufst. Wenn du das nicht möchtest, nutze den Link einfach nicht. Selbstverständlich kostet dieses auf den Link gehen und über diesen Link etwas einkaufen, was ich ja auch zu Hause habe, für dich nicht einen Cent mehr. Im Gegenteil,
Es hat eigentlich nur Vorteile für alle Beteiligten. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Daumen hoch. Tschüss, deine Alena.